Hallo liebe Brettspielfreunde und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Bremer Spieletage. Wir beginnen den Sonntag mit Pictures. PD Games ist dabei. Vielleicht stellen sich unsere beiden Gäste noch einmal kurz vor. Hi, ich bin Claudia vom PD Verlag. Ja, ich bin heute mit Pictures da. Ja, ich bin der Holger und ich bin hier einfach als Gast und freue mich mitspielen zu dürfen. Gut, okay. Magst du uns da mal gleich loslegen und erklären, worum geht's in Pictures? Ja. Pictures ist ein sehr, sehr einfaches Spiel. Man sieht hier 16 Fotos ausliegen von insgesamt 91 Fotokarten, die im Spiel enthalten sind. Und die Koordinaten A, B, C, D und 1, 2, 3, 4. Jeder von uns hat unterschiedliches Baumaterial. Der eine hat Schnürsenkel, der andere hat Bauklötze, der andere hat Farbwürfel und der andere hat Stöcker und Steine. Außerdem gibt es für den fünften Spieler Symbolkarten, wo ganz unterschiedliche Bilder drauf abgebildet sind. Mhm. Die brauchen wir jetzt ja nicht. Brauchen wir momentan noch nicht. Nee, die kommen auch noch ins Spiel. Ah, okay. Es fehlt uns der Block. So, wie aus Zauberhand haben wir auf einmal einen Block da und es kann eigentlich gleich weitergehen. Genau, jeder bekommt ein Blatt. Auf dem Zettel sieht man, dass das Spiel von unten gespielt wird. Oben in der grauen Reihe tragt ihr einfach die Namen der Mitspieler ein. Jeder kriegt einen? Jeder bekommt ein Stück. Du nicht. Ich brauche keine Punkte aufschreiben, ne? Genau. Müssen die in der gleichen Reihenfolge aufgeschrieben? Das ist vollkommen egal. Nur deinen eigenen Namen brauchst du nicht aufschreiben. Ah, okay. Ah, okay. Dein Name ist jetzt drauf. Ne, meinen brauche ich nicht aufschreiben. Okay. Ich heiße Claudia, falls du den nochmal wissen wolltest. Alles klar. Den eigenen Namen brauchen wir nicht eintragen. Ganz rechts in der Spalte. Ganz rechts in der Spalte kann man, werden die Punkte dann eingetragen. Okay. Mhm. So. Jeder von uns zieht gleich ein Koordinatenplättchen aus den Beuteln raus. Jedes Plättchen ist dreimal enthalten. Das kann sein, dass wir nachher drei Leute das gleiche Plättchen gezogen haben. Es steht hier zum Beispiel drauf D3. Das mache ich heimlich, jeder von uns. Mhm. Und jetzt weiß ich, ich muss mit meinem Baumaterial das Foto D3 nachbauen. Mhm. Mhm. Ja. Das ist mit unterschiedlichen Materialien unterschiedlich leicht oder schwer. Okay. Und hier, es könnte theoretisch sein, dass drei Leute D3 haben und mit drei Baumaterialien D3 gebaut wird. Die Plättchen kommen danach nicht mehr in den Beutel zurück, die werden beiseite gelegt. Okay. Bei den Materialien gibt es keine Eingrenzung. Du kannst alle Stöcke und Steine benutzen, musst du aber nicht. Bei den beiden Schnürsenkeln ist es genauso. Du kannst einen oder beide benutzen. Ach. Bei den Bauplätzen ist es auch so. Es gibt zwei Eingrenzungen bei den Farbwürfeln. Versucht man ein Farbpixelbild quasi nachzustellen. Man muss genau 9 Stück in diesen Bilderrahmen einbauen. Okay. Und bei den Karten muss man 2 bis 5 Karten legen. Also man darf nicht nur eine Karte legen. Das wäre zum Beispiel bei dem Bild relativ einfach. Da würde man wenn ich Arc darstellen wollen würde, dann würde ich gleich 1, 2, 3 die schon mal nehmen. Jetzt fängst du so an. Okay, Louis. Ich sehe, was wir heute machen. Genau. Wenn alle bauen gleichzeitig und dann fängt man an zu gucken, was haben die anderen Personen gebaut. Hm. Ich würde vorschlagen, wir bauen alle in Richtung der Kamera jetzt. Jo. So, dass man das am besten so erkennen kann. Okay. Normalerweise gibt es kleine Plättchen noch im Spiel, die sind jetzt noch im Karton, wo man mit unten anzeigen kann, wo unten ist bei dem. Bei den Bildern, aber wenn wir alle in eine Richtung bauen, ist das sowieso klar. So, ja, das ist eigentlich schon das Ganze. Dann kann es losgehen. Und dann wird aufgelöst und bei der Auflösung, dann sage ich nochmal was. Also bevor ihr gleich eure Plättchen alle umdreht, wenn wir alle gebaut und geschrieben haben, erkläre ich dann, wie das auflösen wird. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ja. Gut, dann zieht jeder erstmal ein Plättchen raus. Ich kenne. Ja, ich habe viel Interesse, von was du bauen kannst mit
die Zeile dort. Ich bin interessant, was er mit seinem Stock und Stein da macht. Ich auch, wollte ich auch sagen. Okay. Blockhaus ist ja nicht dabei, ne? Nee. Diesmal nicht. Wir können auch jetzt direkt loslegen, oder? Genau, ihr könnt einfach anfangen. Ich fange auch schon an. Sollte man sich vielleicht auch noch mal die anderen Bilder angucken. Nicht, dass man aus Versehen etwas baut, was genauso aussieht wie was anderes. Genau, das könnte natürlich auch passieren, stimmt. Ja, ihr müsst mal wissen. Das ist einfach. So. Nö, was hast du gemacht? Wenn du meins nicht erkennst, ne? Okay. Und jetzt, achso, genau, du schreibst jetzt die Koordinaten in die erste Reihe. Das ist Reihe 1. Also wir sprechen noch nicht drüber. Nein. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, was haben die anderen gebaut. Okay. Oh, klar, ja. Nur mit Farben. Oh, meine Güte. Sag doch einfach. Ah, ich hab Lust. Ich krieg das. Mit welcher Uhr überlegst du? Alle? Ja, irgendwie schon. Ich hab bei dir aber auch keine Idee. Bei mir hast du keine Idee. Nee. Das ist so einfach. Ja, genau. Ich kenn sein Sehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe eine Idee von Claudius, aber bin mir nicht sicher. Und von Helge bin ich total sicher. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch total gut. Gut gemacht, Helge. Ach so. Okay, ich glaube. Siehst du das auch? Könnte sein, aber ich bin echt unsicher. Dann habe ich es vielleicht nicht. Also, ich glaube, ich weiß, was du hast, Arc, aber ich finde es nicht gut gemacht. Siehst du mein Baumaterial für solche Sachen? Hätte ich besser gemacht also, mit deinem. Hast du? Okay. Kannst du mir später beibringen, der Künstler in unserer Gruppe hier. Okay, ich mach's auch. Deins gibt mir, also ich habe eine Vermutung, aber auch da. Komm, ich mach's. Okay, ich hab mich entschieden. Okay. So, folgendermaßen, wir fangen jetzt so an. Okay. Du sagst mal, was Holger gebaut hat. Holger, was denkst du, was Holger gebaut hat? Holger hat den Regenschirm gebaut. Ich habe auch den Regenschirm getippt. Was den habe ich auch genommen. So, ja, ja, super. Also, Holger bekommt jetzt 3 Punkte und wir bekommen alle 1 Punkt. Das ist nicht genug. Wir wollen so gut wie möglich bauen, weil wir wollen ja, dass die anderen das haben. Deswegen. Gut, jetzt kannst du einmal, jetzt bin ich ja dran. Ich rate mal, dass du C1 wäre meine Vermutung. Ja. Noch nicht verraten. Ach so, ich habe auch C1. Für welche? Entschuldigung. Löw, genau. Ich habe auch C1. Boah, das ist toll. Also kriegen wir alle 1 Punkt und du bekommst 3. Er kriegt zu viel, auf jeden Fall. Okay. Ich krieg zu viel. Er kriegt immer zu viel, ja. So, jetzt rate mal bei ihm. Ich habe auf die Hände getippt, hätte dann aber den in der Mitte nicht genommen. Den hätte ich rausgenommen. Okay. Also wenn ich selber das gebaut hätte. Also ich habe auch die Hände. Ich habe auch B4. Wow, alle falsch. Alle falsch? Nein, im Ernst? Alter, was soll das da? Das ist ein Schmetterling. Das ist... Oh, siehst du, die 4... Soll das der hier darstellen? Ja, genau. Nicht dein Ernst. Okay. In der Mitte vom Schmetterling musst du doch immer so bauen. Ja, und wie viel Stück habe ich übrig für... Für den Rest. Ja, für den Rest. Du kriegst erstmal gar keine Punkte. Nee, oh, meine Güte. Ja, okay. Das habe ich richtig gut gebaut. Mit ja. Jetzt in deiner Welt. Ich bin enttäuscht.
So, was habe ich gebaut? Du hast noch nicht gebaut. Ah ja, ich bin bei dem Schmetterling A1 da oben. Ja, da bin ich auch gelandet. Ich habe die D3. D3? Ja, nee, da unten. Nein, dann hätte ich grün, rot, braun, alles aber ist ja, dran. Es stimmt, aber da hätte ich mehr weiß genommen. Aber guck doch mal bitte, wie ein Schmetterling dargestellt wird. Ja, genau, so und nicht so. Damit du Bescheid weißt. Ne? Ich sehe gar keine Schmetterlinge in diesem Bild, ihr seid alle verrückt. Okay, ich spiele jetzt. Punkte. So, jetzt legen wir die Plättchen einfach beiseite. Wenig Punkte, aber wenig Punkte dieses Mal. Offen, egal, offen verdeckt, das könnt ihr euch überlegen, es ist kein Memory, also man muss sich das jetzt nicht merken. Okay. Es gibt auch eine Variante, die wird jetzt in einem neuen Spiegel drin stehen, da gibt man die Plättchen dann auch mit, damit man, also mit dem Baumaterial weiter, damit man einfach weiß, welche schon dran waren. Damit man, wenn man das gleiche zieht, das tauschen kann, eventuell das Plättchen. Hm. Weil die Fotos ja das ganze Spiel über liegen bleiben. Ah ja. So, das Material geben wir jetzt einfach ein weiter. Ich nehme jetzt mal die Karte. Oh nein, endlich kann ich hier mit. Ich mochte mit meiner Base. Genau. Du kriegst jetzt die Schnürwände und ich nehme die Symbolkarten. Hm. Ah. Die kommen jetzt quasi, weil es keinen fünften Spieler gibt, kommen die jetzt mit ins Spiel. Ah, okay. Und werden dann mit weitergegeben. Und die Bauchkarte Holt sich dann als nächstes. Super. Gut, dann ziehen wir wieder ein Plättchen raus. Komm schon, no way, Mace. Okay. Ihr könnt schon anfangen. Man muss aber auch alles verbauen, was man hat. Nein, oder? Musst du nicht. Du kannst alles nehmen, brauchst aber nicht alles nehmen. Ah, okay. Also Eingrenzung gibt es wirklich nur bei den Karten und bei den Farbwechseln. So, was denkst du, das sollte ein Active-Side-Spiel sein, oder? Willst du bei deinem weißen Hintergrund, schwarzen Hintergrund das hier vielleicht nochmal nehmen? Was du verlagert? Was soll das sein? Das musst du gleich halten. Ich bin noch nicht fertig. Du bist fertig mit deinem? Ich bin fertig, ja. Du auch? Mhm. Und es zählt alles dazu? Ja. Nark versucht wieder einen Schmetterling zu machen, wie ich sehe. Ja, seine Unterschrift, würde ich sagen. Ach, ja, ich weiß schon, was es ist. Lass mal, ist gut, glaube ich. Lass es? Okay. Ja, außer das die liegen alle falsch. Ja, ich krieg's auch hin bei dir. Ausnahmsweise. Ja, lass uns gucken, was ihr gebaut habt. Was hast du dann gemacht? Ist alle mittendrin deins? Ja. Musst du deine Karten nicht noch umdrehen? Ja, Entschuldigung. Das hilft, ne? Das hilft, ja. Das könnt ihr mich ja gar nicht machen. Löst es einfach. Claudia, ist das richtig einfach? Meins ist richtig. Ich habe diesmal echt Glück gehabt. Also, ich habe wirklich gut gezogen. Meins ist richtig gut. Aber dem hätte ich jetzt zwei sogar zur Auswahl gehabt. Ja. Okay. Was hast du gemacht? Darf ich fragen, was ist oben, was ist unten in deinem Bild? Das ist unten. Wir spielen alle in die Richtung. Okay. Aha! Gut gemacht, Holger. Ja, muss ich auch sagen. Ich brauchte einen Moment, aber... Was hast du denn gebaut? Ich sehe wirklich nur vier Stöcke an. Ja. Holger hat sofort erkannt, ne? Ich hoffe es. Ja, ich ist egal. Ich habe zumindest eine Idee gehabt. Ich hätte es anders gebaut, aber... Ist das ein Schmetterling? Ja, ich glaube, ich muss einfach hören. Ja, wir sind fertig. Okay. Dann fange ich mal an und ich sag mal, du hast B2, den Schmetterling, gebaut. Ja. Ich schließe mich dem an, ja. So. Du hast den Schmetterling gebaut?
Schon wieder kein Schmetterling. Hast du mich gerade gefragt? Ach, du machst mich fertig. Was, ist A2. Drin? A2? Ja. Da ist sogar kein Rot drin. Das ist Grün. Brennst du? Ja. Es ist ein abstrakter Kunst. Ich kann das nicht erkennen. Es ist ganz deutlich ein Schmetterling. Bestätige uns, dass das ein Schmetterling wieder darstellt. Ja, genau. Das ist deutlich ein Schmetterling, sagte er. Oh, das ist nicht dein Spiel, merke ich. Oh Mann. Zu früh für dich? Hattest du schon Kaffee? Ich hatte schon Kaffee. Trotzdem bin ich zu müde für dich. Okay, Fabian, dann rate du mal, was Löw gebaut hat. Oder ich, was sein soll. Ich bin bei C3 bei Löw. Oh shit. Oh. Was habt ihr denn geraten? Ich hab D2. D3 habe ich geraten. Ich habe gedacht, hier, das ist einmal der große Kreis und dann die ganzen kleinen. Da war ich auch, aber ich war dann hier mit den Stöckern. Ja, da war ich auch. Welchen hast du geraten? D3. D3. Ja, da habe ich gedacht, warum denn 4 Stöcker? Sind nur noch 3. Das bin ich aber sehr gespannt. Das hier ist das Haus, das sind die Bäume. Oh nein, ich habe alles falsch geraten. Hast du einen Punkt? Alles falsch. Jetzt darf ich raten, was. Ich habe mich für das hier entschieden, obwohl ich auch das wieder anders dargestellt habe, weil hier unten einer ist und da oben mehrere und bei dir das genau andersrum ist. Aber ich glaube, das kriegst du nicht besser hin. Ja, ich habe nicht in Richtung Kammer gespielt. D2. Das kriege ich nicht besser hin, danke. Du bist so lieb heute. Ist das richtig? Ich habe auch ja, D2. Ja, das ist richtig. Oh, 3 Punkte für das nicht so gute Gebaute. Mensch. So, jetzt kannst du noch bei mir ran. Ja, das lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht? Ja, ich habe C3. Ja, ich habe auch gedacht, du hast das gleiche wie ich. Ja, habe ich auch. Ah, okay, es gibt mir... Ach so. Und hier bekommt ihr. Ja, es gibt 3 Mal. Hast du wieder nicht aufgepasst, ne? Ich rede mit dir nicht mehr heute. Bin fertig. Sehen was? Ach so. Bleiben einfach so. Endlich habe ich die richtige Baumtür. Ja. Aber obwohl das so abstrakt ist, ist es doch irgendwie ja meistens machbar. Das ist witzig. Meinst du dieses? Also ich habe, wir haben ja gestern sehr viele Runden gespielt. Das ist tatsächlich so, dass einige sich so gut verstehen, dass es wirklich super wird. Und andere verstehen sich überhaupt nicht. Und da denke ich nur, oh Gott, die werden das Spiel hassen. Weil es überhaupt nicht. Dieses überhaupt nicht mindestens. Alles ist ein Schmetterling. Jetzt zieh mal deine Aufgabe. Okay, mach ich. Neun Stück brauche ich. Arg, diesmal schaffst du auch, dies hier zu erkennen. Das ist so eindeutig. Du bist schon fertig? Ich bin fertig, ja. Ich bin fertig. Was hast du gemacht? Hast nur, du hast, das hier soll deins sein, nicht das da hinten, ne? Genau. Deswegen habe ich das zur Seite geschiebt. Ja, yes. Toll. Die, was hier sind. Das ist alles, was du brauchst. Oma. Deins rate ich später. Ich guck mal lieber woanders. Das sagst du dir immer. Okay. Ich hab da schon eine Vermutung. Du hast mir die 3 Steine da hingelegt? Ja. Sollte einfach sein, glaube ich. Ich glaube, ich habe zu einfache Fotos hingelegt. Ich finde es jetzt akut gerade relativ schwer, wobei ich Claudius hab ich. Ach, Arx kriege ich auch hin, stimmt. Hast du gut gemacht. Danke dir. Ich habe aber Claudius. Das ist wie gesagt unten, das genau. Ist oben. Man, das ist schwer für mich. Bei mir zu vorstellen. Bin ich noch du darfst auch einmal um den Tisch gehen und von der anderen Seite gehen. Manchmal hilft's. Also die Perspektive zu ändern hilft. Brügge kommt mit 2. Hm. Eine Frage. Das
Errata einfach. Ich habe mich festgelegt. Holger, was? Warte, ich muss hast du jetzt gemacht? Erstmal nicht fertig. Ja. Nein, ich warte nicht. Ich frage dich, was hast du gemacht? Ach so, du bist ja auch am Überlegen. Ist tatsächlich nicht einfach, aber im Rahmen der Möglichkeiten quasi. Ne? Oh, wenn es nicht einfach ist, dann vielleicht doch was Falsches. Vielleicht ist es für dich offensichtlich. Also. Vielleicht. Ich schwanke zwischen zwei Bildern. Ja, ich glaube, ich bin fertig, glaube ich. Ich rate jetzt einfach. Jetzt waren wir wieder auf Liv. Ja, komm, ich hab's. Okay. Okay, du kannst ja erstmal anfangen. Ja, fange ich hier bei Liv an, da habe ich C4. Also dies hier. Hab ich auch. Das ist es auch. Oh, super. Erkannt. Du kriegst gleich runter. Drei. Also rate ich deins, ja, weil ich als letztes auf das Bild geguckt habe, dann war es aber relativ eindeutig. Mhm. Habe ich auch, D4. D4 ist richtig. Oh. Was hast du genommen? Ich habe das Eichhörnchen da oben. Dieses. Ach so. Wegen dem könnte auch vielleicht sein. Aber lang. Achso, du hast dich an den Farben orientiert. Mhm. Ja, so ein bisschen diese kuckelige Form. Mhm. Ja, stimmt, jetzt sehe ich auch das Eichhörnchen. Mhm. Also kommst du zwei Punkte. Ja, zwei Punkte war das. Okay. Was habe ich gebaut? Ich muss raten, ja, was du gebaut hast. A4, habe ich gesagt. Du hast A4 genommen? Ja. Ich habe D2 genommen. Ich habe auch D2 genommen. Sag mir die Schale. D2. A4. Ne. Hey! Verdammt. Ich habe einen Punkt bekommen. Ja. Und auch eins. Einer hat es wenigstens erkannt. Wie soll ich das anders darstellen? Jetzt wird es spannend. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, das einzige Fahrzeug, was hier draußen liegt, ist ja der Zug. Das und war auch mein erster Gedanke. Immer Verspätung. Und läuft mit Strom, manchmal. War auch mein erster Gedanke. Der Strom hat mich dann aber am Ende des Tages hierhin geführt. Ja. Ich war aber auch am Überlegen, welcher von beiden. Ja, ich habe auch überlegt, das stimmt. Ja, ich habe hier überlegt. Also die B3 habe ich. B3 hast gedacht. Du? Ja. Schon, vielleicht ein Blitz gibt da. Sollte das hier sein? Nein! Das als, nicht als Strom, sondern als Achtung, und dass man halt als Auto da warten muss. Ja, und das ist auch ein Fahrzeug drum. Das ist auch möglich. Ah, bestimmt. Gut. Ja. Also, du kennst das, wenn du Auto fährst, hast du schon mal gesehen, ne, dass du davor stehen bleibst. Ja, vor einer Mauer bleibe ich sowieso in der Regel stehen. Von den Bahnübergängen bin ich noch. Ja, gut. Warte, kannst du einfach mal die Runde. Ja, stimmt. Mal zur Seite, danke. Kennst du? Du darfst jetzt mit den Karten halt werfen. Die alle auswählen? Oh. 2 bis 5. Aber nur die obersten? Nee, du kannst ja auch mit allen auswählen. Ja, okay. Ich muss alle die Steine benutzen. 9 Stück. Das fällt komplett verloren. Ist das dein Bild? Ja. Ich weiß es nicht, glaube ich. Hoffentlich. Hoffentlich. Das noch hilft. Vielleicht, ich versuch's mal so. Ha! Ja. Gut gemacht. Ja, komm. Du kannst nur 2 Karten spielen, oder? Ist das so? 2 bis 5. 2 bis 5, ach so. Was macht Sinn doch? Ich mag deine. Was du dort gebaut hast. Dankeschön. Deins habe ich auch erkannt. Oh, was haben wir dann hier?
Ja, das ist ja auch deutlich. Und dann noch das. Könnte. Ich glaube, ich habe es. Häuser bin ich gerade noch ein bisschen überlegen. Nicht mehr. Die anderen beiden fand ich relativ deutlich. Du hast es. Verdammt, warum sehe ich das nicht? Ja. Nicht jeder kann Künstler sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde, das ist schon eine schöne Kunst. Was? Ich meine das. Löw kann das nicht sehen. Ach so, er kann die Kunst nicht erkennen, ja. Das stimmt. Der Pferder bleibt bei Löw, wie immer. Ja, ihr habt das sofort erkannt. Wie kann das sein? Vielleicht kann man es von über Kopf besser erkennen. Ja. Aber sollen wir das falsch haben? Ja, aber vielleicht haben wir es falsch. Vielleicht haben wir nicht mal das Gleiche. Das ja, genau, gar nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja, komm, ich rate es einfach. Ich nehme so. Okay, habe ich. Okay. Gut. Herr Löw, darfst du anfangen, bei Arc zu raten? Bei Arc, das war für mich relativ deutlich C2. Oh, für mich war das auch ziemlich deutlich A3. Sie hat recht. Auch bei A3. Danke, recht. Wieso hast du denn blau unten links? Das ist doch gar beim Ring. Das ist ein bisschen blau hier. Lila, blau. Ich habe nicht alle die Farben, die da sind. Aber ich dachte, Bundes? Das soll hier die Gießkanne und dann so schön weiß. Ach, nee, nee, ganz weiß. Bunt aber, und Schnee. Ich habe wegen grün, dachte ich, hier unten ist grün. Und da unten hast du auch ja, grün. Ja, hast auf jeden Fall auch. Das ist richtig, ja. Ja. Aber es ist trotzdem. Gib ihm nicht so viel Gnade, er braucht das nicht. Ja, trotzdem falsch. Ich kenne ihn also, noch nicht so gut. Ja. Ich habe gerade erst kennengelernt. Damit kannst du dankbar sein. Also, nur weil du gestern Bock verloren hast. So oft, sagte er. Ich kriege dann 2 Punkte dir? Und genau. Jetzt rate ich genau, bei dir und ich sage einfach D1. Ja, das war D1 habe ich auch sehr deutlich. Einfach, sehr gut oder? Gemacht. Um auch mal zu zeigen, dass die Schnürsenkel auch einfach funktionieren. Ja, das stimmt. So, ich sage bei dir, also für mich sieht das aus wie dieses schöne Streifenhörnchen hier auf A2. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe gar nichts eingetragen. Du wolltest doch was raten. Ja, ich habe einfach nochmal C2 geraten. Nee, ist das Streit. Verdammt. Die Mieskanne, du. So, hoffentlich habt ihr wenigstens meins erkannt. Ja, was hast du? Achso, bei Löw habe ich B3. Ja, die Lichthorn habe ich auch. Oh, ich habe gedacht, das ist auch D1, weil es ist ein Kreis und da kommt Licht durch. Nee, das war der Leuchtturm. Ja. Und das war so maritim. Ja, und Wasser, stimmt. Eigentlich hätte ich auch drauf kommen können. Ich habe gedacht, rund. Okay, ja, dann kriegst du 2 Punkte und ich krieg 1 Punkte. Jetzt zählen wir, wie viel wir alle haben. Eine Runde kommt ja noch. Eine Runde kommt noch. Ah. Genau. Sehr, sehr schwer. Sorry, Lüge. Ah, gibt's schon den Chip? Ach, das sagen wir auch nochmal mit den Holzköpfen. Achso, das sind jeder alles einmal gehabt. Genau, jeder hat den Material einmal gehabt. Und es spielt halt keine Rolle, aber zu dritt zu viert. Karten. Zu dritt zu viert oder zu fünf spielt, weil alle immer gleichzeitig spielen, dauert es auch nicht länger. Ah, einfach, stimmt. Ne? Okay. Und wir sind immer 5 Runden gespielt. Aber ich muss nicht die Karten ziehen, sondern ich kann durch alle durchsuchen. Du kannst sie alle durchsuchen. Super. Und legst dann 2 bis 5 auf. Es wird dann später auch ein weiteres Material geben, wenn wir eine Erweiterung rausbringen, sodass auch es werden mehr Fotos kommen und auch noch ein weiteres Material, sodass man so was kommt denn? Kann man das schon verraten? Nee, wir haben ganz viele tolle Ideen, also ich kann es noch nicht verraten. Auch nicht, was in der Auktion dabei sein könnte. Also wir sind am Überlegen, es ist noch schwer zu sagen, es ist wirklich noch nicht ganz klar. Okay. Also es wird wahrscheinlich eine Kartenspiel-Erweiterung sein, also irgendwas mit Karten. Aber es ist, das sieht noch nicht ganz raus, leider nicht. Das musst du sehen. Das musst du sehen. Du
Du bist fertig? Ich bin noch am Überlegen, ob ich da noch fertig bin. Du bist aber fertig. Ich bin fertig. Okay, dann kann man ja schon mal gucken. Ob ich damit zufrieden bin. Mache ich das nochmal anders? Ich glaube, dann ist es einfach, glaube ich. Ja, das wäre schön. Aber wir sehen, ob ich das richtig habe. Holger und Löw. Okay. Das kann ich nicht sehen. Löw, was ist das? Ein Schmetterling? Ja. Komm schon. Nee, nee. Haha, ich weiß, was es ist. Haha. Wie, das ist du siehst das? Ja. Hm. Und wenn nicht, dann kriegt er Schläge. Das ist ja nett. Okay, ich fange hier bei Holger an. Du bist jetzt fertig? Ja, ich bin jetzt fertig. Ich bin immer noch unsicher bei Löw. Ich bin mir gerade bei allen unsicher. Arka hat das ja nicht gut gemacht. Echt? Ja. Ja. Sie erinnert das. Ich erinnere das. Okay, ja. Ich erinnere das aber auch. Ja. Komm schon, Bro. Du solltest das wissen. Ja, das kriege ich hin. Was hast du gemacht, Liv? Claudia wird es dir gleich erklären. Hoffentlich sehe ich das. Okay. Ich sehe das nicht, was das ist. Das? Ja. Ja, ich glaube, ich habe das auch gesehen. Ach so. Ich dachte, das sollte ein dezenter Hinweis für uns sein. Nee, okay, das macht es gerade noch komplizierter. Nee. Hast du das geschrieben? Was? Nee, ich habe das gerade gemacht. Ach so. Weil ich habe gedacht, sieht aus wie zwei Augen. Dachte, oh ja, jetzt muss ich meine Antwort wechseln. Nee. Ah, ich hab eine Idee, was es sein könnte bei dir. Ah, ich habe auch eine Idee, aber ich. Puh. Also, ich bin relativ sicher, Holger. Hast du gut gemacht. Echt? Glaube ich. Echt? Also, zwischen gut. Er ist halt ein Kenner von Kunst, ne? Ja, okay. Hey, manchmal. Aber da oben manchmal muss ich noch mal kurz überlegen. Deine Kunst ist aber auch sehr kreativ, was? Nicht einfach zu erkennen. Sehr abstrakt. Genau. Also ich lege hier mal das Bild, also den hin, dann können wir auch alles sehen, wo unten ist. Seid ihr bei Claudia euch einig gewesen? Okay, ich habe jetzt überlege ich mich zwischen zwei Aktionen für dich. Ob wir uns einig sind? Wissen wir aber nicht. Habt ihr gesagt, das erkenne ich sofort? Ja. Echt? Cool. Ich habe zumindest mal fast gedacht, dass ich sofort erkannt habe. Also ich habe da zwei Stück, aber ich denke mir, mittlerweile habe ich es auch. Ob das richtig ich habe ein bisschen länger gebraucht. Wenn das Licht angeht, ne? Ich wechsle meins für Holger. Obwohl, warte mal. Ja, okay, fertig. Darfst anfangen. Darf ich noch mal kurz im Wechseln? Bei mir? Ich wechsle nochmal. Ich hoffe, dass der erste Gedanke ist am meisten, aber ich wechsle. So, jetzt. Ja. Ich sage, darf ich deins raten? Claudia hat C2. Ja, ich. Die Wasserkanne. Habe auch lange gebraucht, aber ich habe es dann auch erkannt. Also, ich war bei C2 und ich habe gerade auf D3 geändert. Nein. Was? Auf C2. D3? Ja, das war doch die Kanne. Das war die Kanne. Ja. Also, was mir geholfen hat, war das hier. Ja, genau. Ich war jetzt hier noch mit dem Stein und dem Schrägen. Das hat mich gerade noch mal irritiert. Aber dann hätte sie doch ein X gelegt. Ja. Ja, wahrscheinlich. Na, egal. Bekommt zwei Punkte. Okay. Der erste Gedanke ist meistens. So, ich habe erst gedacht, ich sehe hier nirgends so zwei Augen im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber ich habe jetzt irgendwie noch gedacht, vielleicht sollen das bei A1 die beiden Schmetterlinge sein, die Pumo und Pumo sind. Das habe ich auch gehofft. Dann hätte ich aber eigentlich erwartet, dass das Blatt noch dargestellt wird. Ja. Was hast du denn jetzt? Okay. Ich habe das auch genommen. Du hast es auch genommen. Und du? Ich habe überlegen zwischen dieses Bild hier und die Wasserkanne. Und ich bin ähnlich auf die Wasserkanne entschieden. Das sind tatsächlich die beiden Schmetterlinge. Ja. Oh! Alles ist ein Schmetterling. Alles. Ja. Im Notfall tippst du immer auf Schmetterling. Genau. Ja. Okay. So. Ja, du darfst jetzt meins raten und... Ich darf deins raten. Holger. Oder eigentlich stimmt. Es ist eigentlich egal, wer anfängt. Das habe ich mit dir, genau, die Hände da. Die Hände? Nee, das sind nicht die Hände. Es sind die Hände, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Die Form in der Mitte. Weil ich doch auch gesagt habe, Kreis wie ich fehlt. Das gemacht hätte. Ja. Aber ja. Weißt du was? Ich hätte da ja noch dieses Rumgelegen in die Mitte gelegt. Schwer zu hören. Echt? Aber ich habe extra zu arg gesagt, ich hätte es nicht Nein, ich mit dem Dinger gemacht. Deswegen hast du es dich erinnert. Ja. Ich mache nur Spaß. Okay, Leute, was hat arg gemacht? Ja, ich habe gehofft, dass du das mit dem runden Licht, das da durchkommt, aufgreifst. Jetzt ist da auch noch ein Siehst du, was ein süßes Gesicht gibt? Ja, ja natürlich. Habe ich auch genommen. Ja, das war zu einfach. Eins, zwei, zu einfach. Bitteschön. So,
So, dann sind wir durch. Das ja, genau. Zählen wir uns die Punkte. Hm. Das heißt, ich habe einen mehr als du, schon mal. Ich 22. Hab 20 habe ich. Ich habe auch 22. 20. Ja. Hey! Dann bist du Zweiter! Wie immer! Ja, sehr spannendes Spiel. Ja, schön. Ja, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Ebenso. Gerne. Und dann verabschieden wir uns fürs Erste und gleich geht's weiter mit. Ich guck mal kurz, wen haben wir? Boardgame Circus kommt vorbei. Bis dann! Tschüss!